Ja, herzlich willkommen zum Pressestatement der Freien Demokraten heute mit dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner und dem Spitzenkandidaten zur Niedersachsenwahl Stefan Birkner. Bitte. Meine Damen, meine Herren, wir haben natürlich heute im Präsidium zuerst einmal Stefan Birkner unseren Respekt ausgesprochen. Die niedersächsische FDP hat in einer nicht einfachen politischen Situation Wahlkampf geführt. Wir haben das Schulter an Schulter zwischen Landes- und Bundespartei gemacht. Viele Mitglieder auch der Bundesparteiführung haben sich sehr eingesetzt, weil wir überzeugt sind von unserem Spitzenkandidaten Stefan Birkner und auch vom politischen Profil der niedersächsischen FDP. Umso mehr haben wir natürlich bedauert, dass der Wahlerfolg sich nicht eingestellt hat und wir in Niedersachsen eine wirklich profilierte und mit uns freundschaftlich verbundene Landtagsfraktion verloren haben. Wir haben der niedersächsischen FDP zugleich aber auch zugesagt, dass wir seitens der Bundespartei jetzt in der sich anschließenden Phase an der Seite unserer Freunde und Kollegen in Hannover bleiben und in den nächsten Jahren dann entsprechend auch politische und logistische Unterstützung leisten werden. Klar ist, es wird auch wieder eine nächste Landtagswahl geben mit Freien Demokraten, die dann kandidieren. Für die Zeit dazwischen werden wir in der außerparlamentarischen Opposition in Niedersachsen wirken, wie gesagt, mit der Unterstützung, die wir von Berlin aus in logistischer und politischer Hinsicht geben können. Stefan. Vielen Dank. Ja, Christian Lindner hat es angesprochen, das ist natürlich ein bitterer Abend für uns gewesen. Es ist ein enttäuschendes Ergebnis, klare Niederlage. Wir haben den Wiedereinzug in den Niedersächsischen Landtag nicht geschafft. Damit natürlich das oberste Wahlziel, was wir hatten, nicht erreicht. Das ist natürlich nach 20 Jahren, die wir jetzt seit 2003 wieder eine Fraktion im Landtag hatten, schmerzhaft für uns als Freie Demokraten insgesamt, aber natürlich auch in Niedersachsen. Wir haben da einen engagierten Wahlkampf geführt, meinen wir, das müssen Beobachter am Ende bewerten, sind sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die wir aus der gesamten Partei bekommen haben. Das war wirklich großartig, hat aber am Ende eben trotzdem nicht gereicht. Jetzt wird es die Aufgabe sein, nach vorne zu schauen, sich im Land neu aufzustellen, also sprich eine außerparlamentarische Arbeitsgemeinschaft, so heißt das traditionell bei uns, zu initiieren, um dann auch außerparlamentarisch natürlich unseren Beitrag zur Gestaltung der Landespolitik entsprechend einzubringen. Das steht jetzt in den nächsten Tagen an. Das ist natürlich alles andere als erfreulich und nicht einfach. Aber das werden wir, ich sag mal so solide, wie wir das in Niedersachsen handhaben, auch entsprechend umsetzen und durchführen. Ja, Moment, ich wollte gerne noch aus der Präsidiumssitzung berichten, was die bundespolitischen Konsequenzen angeht und unsere Betrachtung jetzt auf die Lage. Wir haben eine intensive Aussprache jetzt schon gehabt, wird sich gleich der Bundesvorstand anschließen. Aber diese Aussprache kann man gewiss auf einen Nenner bringen. Die FDP hat ein klares politisches Profil. Sie weiß, was sie will und wer sie ist. Wir haben kein Problem einer Strategie oder Positionierungssuche oder dass wir uns Gedanken machen müssen, warum gibt es uns überhaupt. Die Frage nach dem Warum FDP, die konnten wir heute klar beantworten und sind da auch mit uns im Reinen. Die FDP ist eine liberale Partei der Mitte, die einzige liberale Partei der Mitte. Unsere Werte sind ganz eindeutig, der Kompass ist klar. Freiheit und Selbstbestimmung steht für uns im Zentrum. Wir wollen jede und jeden Einzelnen ermächtigen und stärken, das eigene Leben auch selbstbestimmt zu führen. Wir sind Fortschrittsoptimisten und glauben an technologischen Fortschritt. Wir wollen die Kräfte, den Einfallsreichtum unseres Landes entfesseln, um in der Marktwirtschaft den künftigen Wohlstand zu sichern. Wir stehen für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft und wenden uns gegen jede Form von Ressentiment oder Intoleranz. Und damit ist unser liberales Profil, was wir wollen und welchen Beitrag wir in der politischen Landschaft in Deutschland erbringen wollen, für uns klar. Da gibt es auch keinen Zweifel, keine Notwendigkeit, nach Neuem zu suchen, sondern wir sind miteinander der Auffassung und Überzeugung, dass das, was etwa auch unser Leitbild ausmacht, unverändert aktuell und attraktiv ist. Die zweite Bemerkung,
Und der zweite Befund ist, dass es gegenwärtig aber nicht gelingt, für dieses klare politische Profil, mit dem wir auch ja bei der letzten Bundestagswahl zweistellig abgeschnitten haben, dafür hinreichend Unterstützung zu organisieren. Das ist eine Herausforderung, der stellt sich die FDP. Da schauen wir nicht auf andere, sondern wir sind die Partei der Eigenverantwortung und der Leistungsbereitschaft. Also stellen wir uns der Herausforderung, das unverändert als richtig erkannte Profil jetzt herauszuarbeiten und zu stärken. Dafür nehmen wir uns Zeit. Wir werden jetzt überlegen, welche politischen Maßnahmen damit verbunden sind. Der nächste Bundesparteitag ist ja erst im Frühjahr des nächsten Jahres. Und bis dahin werden wir ganz ruhig miteinander besprechen, welche Punkte haben wir, an denen wir arbeiten müssen, was steht jetzt im Vordergrund. Das ist keine Sache jetzt für den heutigen Tag oder für diesen Herbst, sondern das gehen wir in einer mittelfristigen Perspektive planvoll und mit guten Nerven an. Wir haben auch gesprochen über die Situation der Koalition natürlich in diesem Zusammenhang. Sozialdemokraten und Grüne werden ja eine Regierung jetzt in Niedersachsen bilden und da wünschen wir gutes Gelingen. Das Ergebnis in Hannover kann aber von einer Tatsache nicht ablenken. Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren. Die Verluste von SPD und FDP werden nicht aufgewogen durch die Zugewinne bei den Grünen. Insofern hat nicht die FDP ein Problem, sondern die Ampel insgesamt muss sich einer Herausforderung stellen, für ihre Politik mehr Unterstützung in Deutschland zu erreichen. Aus unserer Sicht müssen wir über die Balance von sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft neu nachdenken, damit die Ampel insgesamt wieder reüssieren kann. Ich sage noch einmal, die Gewinne der Grünen gleichen nicht die Verluste von SPD und FDP aus. Deshalb hat insgesamt die Ampel eine Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Die besondere Gelegenheit für die deutsche Politik ist ja die Verbindung aus sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft. Aber wir haben sie noch nicht in der Weise umgesetzt, wie das in dieser Krisenzeit von den Menschen erwartet wird. Der Aufgabe werden wir uns ebenfalls stellen müssen bei den ganzen Fragen, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen. Letzter Gedanke für die FDP ist eine große Priorität, dass wir jetzt gut durch die Krise kommen. Aus unserer Sicht gibt es eine neue Dringlichkeit hinsichtlich der Stärkung unseres wirtschaftlichen Fundaments. Das, was wir aufgeschrieben haben zur Transformation der deutschen Wirtschaft angesichts des Klimawandels, hat eine neue Bedeutung durch den Energiekrieg, in dem wir uns befinden. Die wirtschaftliche Erneuerung unseres Landes und der Erhalt des Wohlstands hat jetzt höchste Priorität. Und das muss sich natürlich auch wiederfinden in der Agenda der Bundesregierung, die darauf setzen muss, bei diesem Transformationsprozess nun die Menschen und die Betriebe zu begleiten. Jetzt ist nicht die Zeit für zusätzliche Belastungen und Bürokratie, sondern im Gegenteil, ganz entsprechend unseres Leitbilds gelingt Veränderung und Fortschritt jetzt vor allen Dingen dadurch, dass man den Menschen Vertrauen entgegenbringt und ihnen die Möglichkeiten eröffnet, ihren Erfindungsreichtum und ihr Kapital auch zu mobilisieren. Die Ampel ist gut beraten im Sinne eben der Balancebildung, dass wir das jetzt auch zu einem prioritären Thema jenseits der aktuellen Krisenbewältigung machen. Und die FDP wird dazu ihre guten Beiträge leisten. So, wir haben jetzt kurz Zeit für Ihre Fragen. Als erstes Frau Höhnle, bitte. Hallo, guten Morgen. Ich wollte einmal wissen, und zwar haben Sie ja gestern gesagt, dass Sie das Profil der FDP in der Ampel weiter schärfen wollen. Meine Frage ist, wie soll das gelingen, ohne dass es zu noch mehr Streit kommt, was ja eigentlich in der Bevölkerung nicht besonders gut angekommen ist bislang? Wir gehen das Thema von den Sachfragen an. Wir schauen uns die Sachfragen an, über die entschieden werden muss und werden dann miteinander Lösungen verabreden, die das Land voranbringen. Das ist die Herangehensweise. Nicht jede unterschiedliche Bewertung in der Sache ist automatisch ein Streit, sondern jeder bringt sich mit seinen Überzeugungen ein. So wollen wir das weiterhalten. Die nächste Frage von Herrn Kapper, bitte.
Herr Lindner, Sie haben gesagt, Sie nehmen sich Zeit. Während wir hier sind, wird an anderer Stelle die Gaspreisbremse vorgestellt. Müssen Sie nach dieser Niedersachsenwahl diese Gaspreisbremse als Finanzminister nicht sofort stoppen? Weil da wird ja wieder sehr viel Geld gleichmäßig auf alle Bürger verteilt. Und dafür wurden Sie ja am Wochenende vermutlich abgestraft, oder? Ihre Analyse ist sehr exklusiv, weil die einen sagen, die FDP hätte früher sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um. Und die anderen sagen, die FDP kann doch nicht mitmachen, wenn so viel mit Schulden gerettet wird. Also da müsste man in der Bundespressekonferenz mal einen Konsens herstellen, was jetzt nun die Vorhaltung an die FDP sein soll. Wir jedenfalls orientieren uns klar an der Sache. Und wir wissen, wir müssen in diesem Energiekrieg mit einem Abwehrschirm die privaten Haushalte und die Betriebe schützen. Gesunde Betriebe dürfen nicht durch ruinöse Preisspitzen aus dem Markt gedrängt werden. Deshalb habe ich ja auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorgeschlagen, mit 200 Milliarden Euro Kreditermächtigung auszustatten, damit wir in der Lage sind zu handeln. Auf der anderen Seite sorgen wir dafür, dass es nicht zu einem Dammbruch bei den öffentlichen Finanzen kommt, wie wir das in Großbritannien beobachten können, indem wir für den Haushalt jenseits der Krisenbewältigung an der Solidität und Nachhaltigkeit der Staatsfinanzierung festhalten. Die Arbeit der Gaskommission begleiten wir als Regierung insgesamt ja sehr konstruktiv. Wir haben sie eingesetzt, weil wir wissen, dass wir in einem State of Urgency sind. Wir werden die Ergebnisse jetzt natürlich sichten und dann aber sehr rasch und sehr weitgehend umsetzen, damit in dieser Situation des Energiekriegs die Menschen sich darauf verlassen können, dass sie nicht allein gelassen werden. Ja, wir haben die Gaspreiskommission eingesetzt und haben den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds mit 200 Milliarden Euro ertüchtigt dafür. Futur 2. Die nächste Frage von Herrn Leithäuser, bitte. Herr Lindner, nach den vorläufigen Wählerwanderungen, die veröffentlicht worden sind, hat die FDP besonders viele Wähler an die AfD verloren. Das muss ja mit einem massiven Vertrauensverlust einhergegangen sein gegenüber Ihrer Partei. Und ich würde gerne wissen, ob Sie ein paar Erklärungsansätze haben, warum das so ist. Die FDP hat verloren an AfD und CDU. Das hängt ganz gewiss damit zusammen, dass im Fall der AfD Menschen ein Protestsignal senden wollten angesichts dieses Energiekriegs und der existenziellen Sorgen. Das muss, wie ich eben sagte, die Ampel insgesamt wahrnehmen. Die Menschen erwarten jetzt, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um auch wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine. Daran darf man überhaupt gar keinen Zweifel lassen. Aber wir müssen unsere Möglichkeiten ausschöpfen, den wirtschaftlichen Schaden, der für unser Land entstehen kann, zu begrenzen. Dafür haben wir zum einen den Abwehrschirm inklusive Gaspreisbremse. Zum anderen müssen wir allerdings auch darüber nachdenken, welche weitergehenden Maßnahmen auf der europäischen Ebene möglich sind. Ich denke etwa an den koordinierten Einkauf von Gas auf den Weltmärkten. Und wir müssen in Deutschland alles in unserer Macht Stehende tun, um die ruinöse Preisentwicklung zu bekämpfen. Dazu gehört, alle Kapazitäten an Stromproduktion ans Netz zu bringen, inklusive all der Möglichkeiten, die wir im Nuklearbereich noch haben, befristet für die Krise. Die nächste Frage hier vorne von Herrn Busch, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch noch mal auf das Thema Profilschärfung eingehen. Wenn man sich überlegt, Corona-Politik, Atomkraft, Schuldenbremse, Sie schärfen ja ständig Ihr Profil eigentlich in dieser Koalition. Also es ist ja kein Tag vergangen in den letzten Monaten, wo nicht klar war, die FDP sieht das irgendwie anders als SPD und Grüne. Das schafft ja auch Verunsicherung und hat ihn offenbar auch nicht wirklich genutzt. Also müssen Sie nicht eher sagen, wir stellen die Profilschärfung ein bisschen zurück und machen jetzt vor allem gutes Regieren in der Ampel? Wir setzen gutes Regieren in der Bundesregierung weiter fort, in der Tat. Die nächste Frage hier vorne von Herrn Decker, bitte. Herr Böckner, was bedeutet dieser Wahlausgang für Sie persönlich? Was werden Sie jetzt tun? Kehren Sie jetzt zurück in Ihren alten Beruf, arbeiten als Jurist oder was wird sein? Und hatten Sie schon seit gestern Abend Kontakt mit Herrn Habeck?
Akte gebe ich ja erfahrungsgemäß keine Auskunft, insofern bitte ich da um Nachsicht, dabei bleibt es auch. Und in meinen alten Beruf zurückzukehren, das ist eine spannende Frage, weil ich ja an sich noch Staatssekretär bin. Ich erwarte aber nicht, dass Stefan Weil mich als Staatssekretär beschäftigen wird, sondern rechne damit, dass er mich in einstweiligen Ruhestand versetzen wird. Und dann wird sich zeigen, was sich gibt. Das ist im Moment nicht der Moment dafür. Das müssen wir jetzt einfach mal die Dinge abwarten lassen. Dafür ist es noch zu früh. Im Vordergrund steht jetzt, dass wir uns um die Entwicklung gerade im Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsfraktion kümmern. Das ist das Entscheidende, das ist vorrangig. Als nächstes haben wir hier in der zweiten Reihe den Herrn mit der Brille, bitte. Herr Steinkohl ist hier. Herr Lindner, Sie haben ja jetzt nicht nur die Landtagswahl in Niedersachsen verloren, sondern in diesem Jahr im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen schwere Niederlagen einstecken müssen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Ihr Profil und Sie bleiben bei diesem Profil, wenn ein großer Teil der Bevölkerung dieses Profil der FDP gar nicht will, welchen Sinn macht es dann, darauf zu beharren? Muss man dann nicht überlegen, ob man nicht doch Modifikationen vornehmen muss? Und Herr Birkner, die außerparlamentarische FDP in Niedersachsen wird unter Ihrer Führung stehen oder unter wessen Führung? Herr Steinkohl, wir sind eine liberale Partei. Wir ändern doch bei schlechten Umfragen oder Wahlniederlagen nicht den Charakter der FDP. Dann wären wir ja keine Partei, die getragen ist von einer weltanschaulichen Überzeugung. Ich bin im Übrigen der festen Überzeugung, dass in Deutschland die Menschen eine genau solche an der individuellen Freiheit und Selbstbestimmung, an Gedanken der Marktwirtschaft und der offenen Gesellschaft orientierte Partei wollen. Das heißt, Ihre Erklärung, dass die Wahlniederlagen der FDP in diesem Jahr zusammenhängen würden mit der Positionierung der FDP als Partei, teile ich ausdrücklich nicht. Und ich führe die FDP genau als eine liberale Partei, die sie ist. Die große Frage ist, wie wir diese liberalen Grundüberzeugungen innerhalb einer Bundesregierung und innerhalb der notwendigen Krisenpolitik für die Wählerinnen und Wähler so erkennbar machen. Also wie wir die Positionslichter der FDP anschalten, damit man sieht, aha, das ist genau die Partei, die ich eigentlich will. Sie ist jetzt im Krisenmanagement, sie ist als eigenständige Partei auch in eine Ampelkoalition eingetreten und setzt da ihre Schwerpunkte. Sie hat die absolute Mehrheit verfehlt und muss deshalb auch Kompromisse schließen, aber sie ist mit ihren Positionen erkennbar und dem kann ich als Wählerin, als Wähler dann auch weiter Unterstützung geben. Das ist die Aufgabe. Das Profil der FDP, die FDP zu verschieben, das müsste ja nach rechts sein. Wenn man also quasi den Wählern, die Richtung AfD abgewandert sind, hinterherlaufen würde, müsste man die FDP ja nach rechts verschieben. Das kann kein guter Rat sein, sondern wir stärken unser Profil in der Mitte und sind da attraktiv für die Menschen. Daran arbeiten wir. Zu Ihrer zweiten Frage. Da kann ich Ihnen auch noch keine Antwort drauf geben. Heute tagen die Gremien. Heute tagt unser geschäftsführender Landesvorstand, also Präsidium und der Landesvorstand. Und da müssen wir jetzt erstmal die Gelegenheit haben, mit allen mal zu sprechen und runterzukommen, weil das war nicht geplant. Ja, es gibt kein durchgespieltes Szenario dafür, wie wir jetzt mit der Situation umgehen. Und das muss sich jetzt finden. Und da wird sich dann auch finden, wie wir uns organisieren, wie wir uns als Partei in dieser Oppositionszeit dann auch personell aufstellen. Aber das ist wirklich offen, würde ich sagen. Also es gibt jetzt auch nicht von mir das Signal, ich mache das unbedingt, aber es ist wirklich offen und das müssen wir besprechen und erörtern. Die nächste Frage von Frau Buchholz, bitte. Herr Lindner, nochmal zum Thema Atomkraft. Wie wird es da jetzt weitergehen? Es gibt ja ein Papier von Herrn Habeck, was zwischen den Häusern hängt, wie man hört. Wird die FDP jetzt eine klar andere Linie verfahren oder wird man diesem Papier erstmal zustimmen? Auf was können wir uns da einstellen? Die FDP ändert ihre sachliche Einstellung hier nicht. Es spricht physikalisch und ökonomisch alles dafür, die Kapazitäten der Kernkraftwerke insgesamt für die Krise ans Netz zu holen. Aktuelle Studien, beispielsweise von Frau Grimm, haben ja noch mal gezeigt, welch erheblicher Einspareffekt bei den Stromrechnungen der Menschen damit verbunden wären. Das geht über alle bisherigen Erörterungen hinaus. Wir haben ab 22 Uhr dunkle Innenstädte, also ganz offensichtlich gibt es da ein Stromproblem. Und im europäischen Ausland begegnet mir regelmäßig Unverständnis, dass wir verfügbare Kapazitäten abschalten, während in Frankreich man sich sorgt, die eigenen, die nicht am Netz sind, nicht schnell genug wieder aktivieren zu können. Deshalb halten wir an unserer
Position, unabhängig jetzt vom Wahltag gestern, fest. Das ist nicht Politik, sondern Physik. Als nächstes Herr Weiland, bitte. Ja, Herr Lindner und auch an Herrn Böckner die Frage, befürchten Sie, dass es zu Fliehkräften kommt in der FDP? Gestern hat beispielsweise Ihr Fraktionschef gesagt, wir werden weiter konstruktiv weiterarbeiten für dieses Land. Es gab aber auch andere Äußerungen, Herr Kubicki mir gegenüber gestern oder Herr Sattelberger, der gesagt hat, Koalition, er rät dazu, jetzt auch spitz auf Knopf zu stellen. Es gibt ja immer diese beiden, das wissen Sie ja besser als wir alle, diese beiden Lager in der FDP, die einen, die etwas lauter werden wollen und die anderen, die vielleicht konstruktiv mitarbeiten wollen. Wie bringen Sie die zusammen? Sehen Sie diese Gefahr, dass es zu Fliehkräften kommt? Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement gesagt, man werde in aller Ruhe sich jetzt sozusagen die nächsten Wochen, Monate auf den kommenden Parteitag hinbewegen und da die Themen herauskristallisieren, die man abarbeiten will. Die Stärkung der FDP ergibt sich aus erfolgreichem Regierungshandeln. Und wir überzeugen die Menschen mit guten Ergebnissen, die wir in der Bundesregierung erreichen. Und darauf sind wir orientiert. Es gab niemanden in der Sitzung des Präsidiums, die sowas, wie Sie gerade angedeutet haben, vorgetragen haben. Ich sehe also diese zwei Lager, von denen Sie gesprochen haben, ausweislich jetzt der Beratungen im Präsidium nicht. Angesichts der Zeit haben wir noch Zeit für drei Fragen. Als nächstes Herr Krüger, bitte. Ja, Herr Lindner und auch Herr Birkner, Sie haben ja mit der Forderung, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, einen Wahlkampf gemacht, der auch basierte auf der Annahme, dass eine große Mehrheit in Niedersachsen genau dieser Meinung sei. Wenn Sie sozusagen schon auf so eine populäre Forderung Ihren Wahlkampf aufbauen, wie erklären Sie sich dann, dass Sie am Ende doch mit so einem Ergebnis dastehen? Gerne. Es ist eines unter vielen Themen. Also der Wahlkampf war nicht auf diesem Thema aufgebaut, sondern es war eines der Kampagnenthema. Der Wahlkampf war aufgebaut auf an sich den landespolitischen Herausforderungen und Themen, die in diesem Wahlkampf insgesamt eine untergeordnete Rolle gespielt haben und überlagert worden sind von den anderen Themen. Und ich teile nicht die Einschätzung, dass sozusagen da aus dem Wahlergebnis mit jetzt 4,7% sich ablesen ließe, dass es diese Position, also diese konkrete Position, nicht auf Zustimmung stoßen würde, weil wir auch aus der Demoskopie wissen, dass natürlich die Zustimmung für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke auch in Niedersachsen bei zwischen 70% und 80% liegt. Offensichtlich ist es aber so, aber da auf die sozusagen Schlussfolgerung kann ich Ihnen noch nicht ableiten, dass und diese Positionierung von uns, die demoskopisch auf einen Rückhalt eigentlich stößt, nicht dazu geführt hat, dass man uns wählt. Die nächste Frage kommt von Frau Büsker, bitte. Herr Lindner, ich würde noch mal an das anknüpfen wollen, was der Kollege Weiland gerade gesagt hat, weil Sie haben jetzt zwar beschrieben, im Präsidium hatten wir diese zwei Lager nicht, aber dennoch, es gibt ja die Äußerungen von Herrn Sattelberger, von Herrn Schäffler, wir können das alles wunderbar bei Twitter nachlesen, also die Stimmen aus Ihrer Partei gibt es und auch gestern bei Ihrem Wahlabend waren viele Mitglieder da, die gesagt haben, puh, ja, Ampel tut uns nicht gut, eigentlich müssten wir da raus. Also es gibt ja diese Stimmungslage in Ihrer Partei, wie wollen Sie damit umgehen? Ich führe die FDP und mein Führungsanspruch ist, dass wir Schaden von diesem Land abwenden und Deutschland Schritt für Schritt liberaler, moderner, digitaler und weltoffener machen. Abschließend die Frage von Herrn Jahn, bitte. Ja. Herr Lindner, Sie haben eben festgestellt, dass die Ampel insgesamt an Legitimation verloren hätte. Was ist dann da jetzt Ihre konkrete Forderung an die Ampelpartner SPD und Grüne, dass die Legitimation wieder steigt? Welche Unterstützung erwarten Sie da von SPD und Grünen konkret? Ich erwarte überhaupt keine Unterstützung von irgendjemand anderem. Wir sind eine eigenständige, eigenverantwortliche Kraft. Also wir erwarten nicht von anderen, dass sie unser Geschäft machen. Das machen wir selber. Meine Aussage bezog sich auf etwas anderes, bezog sich darauf, dass die Ampel insgesamt eben an
Mandaten an Prozentpunkten verloren hat. Mein Wort war, die Zugewinne der Grünen gleichen nicht aus, was SPD und FDP verloren haben. Insofern ist trotz der rot-grünen Mandatsmehrheit in Hannover das ein Thema, dem sich die Ampel insgesamt hier in Berlin stellen muss. Und zwar jeder der drei Partner für sich und dann eben auch miteinander. Und wir müssen schauen, wie wir die Balance aus sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft so gemeinsam justieren, dass wir gemeinsam alle drei mehr Menschen von unserem Krisenmanagement überzeugen. Niemand kann doch zufrieden sein mit der Zustimmung, die die Bundesregierung insgesamt erfährt. Jetzt hat die FDP in Hannover bei der Landtagswahl einen hohen individuellen Preis gezahlt, weil wir nicht in den Landtag zurückgekehrt sind, aber die Zustimmungswerte der Koalition insgesamt sind so, dass weitere Verbesserung möglich und nötig ist. Und nach meiner Auffassung gelingt das dann, wenn wir die drei Koordinaten, die ich genannt habe, für diese Krisenzeit so justieren, dass die Menschen sagen, ja genau, sozialer Ausgleich, ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Vernunft finden wir in dieser Regierung. Und diese Konstellation hat alleine aufgrund der drei unterschiedlichen Farben und der drei Partner mit ihrer eigenen Prägung durchaus die Chance, genau das auch auszufüllen, was wir nun brauchen. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen und die Flexibilität. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank.